Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Schnappfisch auf Tide. Heute mit einer musikalischen Sendung, in der sich alles um Schülerbands dreht. Bei uns heute im Studio zu Gast Postman und Chiller Instinct, die beide live spielen werden. Hinter uns hat sie sich schon aufgebaut. Den Anfang macht Chiller Instinct. Wait.
Ja, dieses Lied, das habt ihr selbst geschrieben, aber was hat euch denn zu diesem Lied inspiriert? Es war auf einer Bahnfahrt nach Schweden und ich habe ganz viel Musik gehört auf meinem iPod und hatte irgendwie Lust, Text zu schreiben. Und dann habe ich angefangen mit Text schreiben und so hat sich das so ein bisschen entwickelt. Es kam immer mehr dazu und dann haben wir zusammen mit der Band das weiterentwickelt und haben noch weitere Lines geschrieben, haben Akkorde drüber gepackt und ein bisschen versucht, Melodien zu finden und am Ende ist dann dieses Stück draus geworden. Henry, das Lied Discoverer kommt in dem Film Gnade vor, was jetzt auf der Berlinale sogar Premiere feiert. Mhm. Wie seid ihr dazu gekommen, Filmmusik zu machen? Es hat sich ergeben bei einem Filmdreh, bei dem ich gespielt habe, und zwar bei dem Film Gnade mit Matthias Glasner. Und Matthias Glasner macht selber viel Musik und wollte die Filmmusik machen. Und ich habe ihm ein bisschen erzählt über das, was ich so mache und dass ich hier eine Band habe. Und ich habe ihm von dem Song erzählt, den wir im Studio aufgenommen haben. Und das war Discoverer. Und dann gab es diese Idee, den auch als Hintergrundmusik für den Film zu benutzen. Das hat jetzt geklappt und jetzt läuft er auf der Berlinale ungefähr Donnerstag bis Sonntag, glaube ich. Und danach kommt er auch nochmal in die Kinos, Programmkinos. Abaton oder was ihr auch so gerne guckt. Kommen wir zu eurer Band. Wie lange macht ihr schon Musik? Ich glaube, es sind so ungefähr 2 Jahre, die wir schon Musik zusammen machen. Und also ich glaube, es wird auch nicht langweilig. Was waren eure so größten Erfolge? Ich meine, Filmmusik ist ja schon ziemlich erfolgreich. Wir haben für den NDR gespielt, auf einer großen Bühne. Das war das erste größere, was wir hatten. Und dann sind wir noch bei verschiedenen Veranstaltungen aufgetreten. So kleinen Clubs und ein bisschen Feste, kleinere Feste, ein paar Gigs und so. Was war so das größte Publikum, was ihr hattet? Ich glaube, das war es beim NDR auf dem Hansaplatz. Und was schätzt du so? Wie viele Leute waren das? Also ich bin echt schlecht im Schätzen, sagt immer was. Ja, also es waren auf jeden Fall viele. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich kann mir echt also es waren, so vorstellen. Okay. Es waren auf jeden Fall jetzt nicht nur so ein paar. Steht, dann merkt man das auch gar nicht mehr, wie viele da sind. Man spielt und irgendwann ist es dann halt weg. Also grobe Schätzung irgendwie 100, 150, aber man hat keine Ahnung mehr. Das waren locker mehr. Ach so, ja. Und wie oft probt ihr denn so zusammen und wo vor allem? Wir proben 3-mal die Woche in einem Bandraum. In der Schule, oder? Nee, richtig, Bandraum gemietet. Und so. Heute zum Beispiel haben wir noch den ganzen Tag gejammt in der Jugendmusikschule. Da kann man auch sich so Proberäume in Hamburg mieten und da haben wir noch ein bisschen zusammengespielt. Ach so, klasse. Und bringt ihr euch das selber bei oder habt ihr einen Lehrer? Also ich weiß nicht, also ich glaube, jeder hat so seinen eigenen, also jeder lernt sein eigenes Instrument oder Stimme für sich selbst. Also Henry hat Gitarrenunterricht und Johnny Schlagzeugunterricht und Lilly und ich haben Gesangsunterricht oder eben nicht. Halt, das kommt halt darauf an, ob es einem so wichtig ist, dass man das wirklich von einem Lehrer beibekommen kriegt oder ob man sich es halt selbst beibringt. Achso. Aber ihr habt bestimmt irgendwelche Künstler, die euch inspirieren oder denen ihr nacheifert. Wer ist das zum Beispiel? Ja, also in meinem Fall ist es auf jeden Fall Aretha Franklin. Also ich bin total begeistert von der. Die kann total toll singen und also die ist irgendwie eine der größten Sängerinnen, die ich jemals, also von der ich weiß. Und auf jeden Fall ist das ziemlich groß. Und ja, also es gibt halt auch verschiedene Genres, die ich mag, aber wo ich nicht selber sagen würde, diese Musik würde ich selbst persönlich gerne machen. Wir alle haben so unterschiedliche Einflüsse. Also ich spiele zum Beispiel gerne Funk, ich spiele auch Posaune. Funkmusik mag ich auch gerne mit Rock oder bis mit Hip-Hop fast schon verbunden oder gleichzeitig mag ich Singer-Songwriter. Johnny hört auch viel Hip-Hop und alles quer durchs Feld. Und Marcel hört gerne auch so ein bisschen so älteren Blues und sowas. Also die ganzen verschiedenen Einflüsse inspirieren uns sozusagen. Und wenn ihr dann eure eigenen Lieder schreibt, was für ein Stil ist das? Gibt es dann so einen Stil oder ist es dann auch ganz unterschiedlich? Eher so rein so gemischt, weil das jeder so seinen eigenen Stil hat und das alles so zusammenkommt. Jeder bringt was mit, genau. Und was ist das Besondere für euch am Musikmachen? So die Leidenschaft, die dadurch entsteht. Weil das ist so das eine Ding, was uns alle so verbindet. Also seid ihr richtige Vollblutmusiker? Ja. Ja. Okay. Könnt ihr euch vorstellen, nach der Schule auch weiterhin zusammen Musik zu machen? Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe es auf jeden Fall sehr. Also ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir, wenn die Schule fertig ist, so ja und tschüss. Sondern ich hoffe auch, dass wir uns weiterhin sehen und dass wir auch weiterhin Musik machen. Das hoffe ich wirklich. Zumindest irgendwie regelmäßig mal treffen und dann so ein bisschen zusammen jammen oder so. Ja.
Dann vielen Dank an euch und euch viel Erfolg weiterhin.